Moin Moin, heute machen wir beim Grillen in unserem geilen Webergrill Lachsfilet. Dafür brauchen wir Basilikum, Aluf, Kräuter, Genuss, Zwiebel, Pfeffer, Knoblauch, Tomate und jetzt da Lachsfilet. Das ist typisch. Als erstes habe ich ca. 20 so. Gramm, also zwei Stückchen von dem leckeren Zeugs da reingepackt. Und zwar Kräuterbutter. Jetzt, dann kommt unser Lachsfilet mit der Haut nach unten in unser Alu-Gefäß. Jetzt packen wir den leckeren Pfeffer drauf. Nach Belieben! Ja! Schön. So, nun habe ich den Knoblauch in Scheiben geschnitten. Andere Menschen sagen auch Pritschen. Und ihn darüber verteilt. Jetzt habe ich die Zwiebeln auch in Scheiben geschnitten. Manche Menschen sagen Pritschen. Ja. Und sie drauf verteilt. Ich habe die kleinen Cocktailtomaten geviertelt und auch darauf verteilt. Jetzt kommen wir zum Klassiker, die vergessene Zutat. Heute Paprika in Scheiben geschnitten, dazu gegeben. Jetzt packen wir noch ein leckere Basilikumblätterchen oben drauf und dann geht's ab zum Grillen. So, jetzt sind wir bei unserem Grill und machen einen auf indirekte Hitze. Rechts und links, schön was hin. Lecker, lecker. Das macht Sinn. So, gut ein bisschen verteilen. Okay, die zwei gehören nicht dahin. So, jetzt nehmen wir unser leckeres vorbereitetes Stück und packen das in die Mitte. Zack, Deckel drauf. Und jetzt kannst du erstmal chillen. Ne? Temperatur haut jetzt hoch. So, nach ca. 40 Minuten öffnen wir und schauen uns das an. Sieht fertig aus. Lecker. Dann wünsche ich guten Appetit. Danke. Schmeckt super lecker. Abonniert uns. Gebt uns ein positives Like. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.